Hey Leute, willkommen zurück zu Chaos und Film. Letzte Woche haben wir den Schatten Naoka. Naoko? Besiegt. Der bzw. die ihr ein falsches Geschlecht vorgegeben hatte. Sie sagte, sie wäre ein Mann, aber das war sie nie. Weil das ist gar nicht mal falsch dran, wo ich am Anfang gesagt habe, dass er sich weiblich anhört. Ja, das ist einfach ganz einfach daran, weil es eine sie ist. Naoto heißt er. Are you awake? Where am I? I remember you all arriving. That's right. You saw everything. I lost both my parents in an accident. I was still young, so my grandfather took me in. I was inept at making friends, so I spent my time reading detective novels in my grandfather's study. When I grow up, I'm gonna be an awesome hard-boiled detective. My parents were proud of their job. I had no qualms about following in their footsteps. An inherited occupation can feel stifling to many, but I welcomed it. I yearned for the day I could be a detective myself. Perhaps I inherited that desire from them as well. I was always alone. Seeing that, my grandfather must have believed it was his duty to help me realize my dream. I secretly aided my grandfather with his clients, and before I knew it, people started calling me Junior Detective. At first, I was delighted, but not everything went so smoothly. What was that you said about you're only a child? Not everyone welcomes my collaboration when it comes to solving cases. My status as a child was sufficient to offend many of those whom I worked with. Were that the only issue, then it would have resolved itself with time. But though I will one day change from a child to an adult, I will never change from a woman to a man. Do you not like being a girl? Is that why you always dress like a boy? My sex doesn't fit my ideal image of a detective. Besides, the police department is a male-oriented society. If they had the slightest concrete reason to look down on me, no one would need me anymore. You don't know that. Hey, you must know already that what you yearn for isn't to become an adult or become a boy. You're absolutely right. I'm sorry. I kept ignoring you, pretending you didn't exist. But you are me. And I am you. You've always been inside me. What I should yearn for, no. What I must strive for isn't to become a man. It's to accept myself for who I really am. In any event, you're a devious bunch. I can't believe you kept something like this hidden for so long. No wonder the perpetrator has eluded the police. But it's apparent now. This case is far from over. That's right. And you proved it, Naoto. Anyways, we can talk more later. We need to get you out of here. Hey! Hey! Sheesh, she really put her life on the line for this. But without her efforts, we'd never have realized that the culprit is still at large. You're too frickin' reckless, damn it. I never doubted that you'd all come for me. Although the reality turned out to be far beyond what I'd imagined.
What a dumbass. You're no genius at all. We were tearing our hair out over you. So you did worry about her, Kanji. Oh. Shut up. Mind your own damn business. I'll take her home. I don't think she can go back by herself. It's all right. I can... No way, Missy! Don't think that doing everything on your own is the adult thing to do. Come on, let's go! Grab up! Ihr habt Naoto in Sicherheit gebracht und der Fall ist anscheinend noch nicht gelöst. Ach was. Ja, auch ein viel zu kurzes Spiel. Für das Persona ist. Hey! Welcome back! Oh nö. Sorry, we got off early today. Come on, take a seat. They found Naoto-kun. Do you know who Naoto-kun is? He just up and vanished without a word. But it looks like he's back now. Way to put a scare into everyone. Heesh! You don't seem surprised. You didn't already know he was found, did you? You really ought to do something about that habit of yours, Dojima-san. They go to the same school. Rumors spread fast out here, you know? But man, why'd Naoto-kun disappear? I guess he can be a little difficult. Maybe he got sulky after being given the boot and ran away from home. But I tell you, I was shocked to hear that he up and vanished like that. If there'd been a fourth kidnapping and murder, we'd be back to square one again. Adachi... You know what sucks? We still don't have proof that the Kubo kid murdered anyone besides Mr. Muraoka. How are we gonna make a case like this? I wonder if Dojima-san's instinct is right. Maybe there really is another perp out there. The real one. Adachi, how many times I gotta say it? Quit running your mouth like that! Well, sorry. All right, see here. Don't worry about the case. Just go study like a normal student. If you don't... I'm going to bed. Sorry, I killed the mood there. But yeah, I can totally understand why Dojima-san's worried. Just leave the case to us police. You know the problems it could cause if something happened, right? Like, if it happened you were mixed up in it, we'd be real worried. Are more scary things gonna happen? No way, Nanako-chan. Everything's all right now. We caught the bad man, so no more scary things will happen, right? Everything's just fine. Okay. Anyways, your dad's just a worry ward. Leave it to me. You might not know to look at me, but I got the most brains in the whole police department. Oh, was that too hard to understand? Did you get it? Well, now that Dojima-san's gone, I should get going too. Good night. Adachi ist nach Hause gegangen. What does got brains mean? Huh. So things will be alright? Nanako ist still geworden. Die seltsame Stimmung hält den Rest des Abends an. Jo, Daisuke ist in letzter Zeit irgendwie komisch. Ich glaube, da ist irgendwas im Busch. Naja, wir haben heute Training, oder? Dann sehen wir uns. Könnte ich ja.
Oh, hallo, wie ihr sicher alle wisst, war gestern der Tag des Senioren. Habt ihr euch alle schön um ältere Menschen gekümmert? Ich schon. Ich war in einem Dungeon, tut mir leid. Meine Großmutter ist über 90 und geht immer noch raus, um beim Gateball zu schwitzen. Jesus. Ich weiß genau, dass sie mindestens 100 Jahre alt wird. Fast geschafft, hoffentlich schafft sie die 100. Oh, Narukami, du kommst aus der Großstadt und weißt das vielleicht. Wie nennt man jemanden, der zwischen 90 und 100 Jahre alt ist? Das hier war's, ne? Ich glaube, das ist die richtige Antwort gegeben zu haben. Wow, du hast wirklich Köpfchen, Yu. Stehst du deinen Großeltern nahe? Ein Nonagenarien. Na, ich kann das Wort nicht aussprechen. Ein Nonagenarian ist eine Person in ihren 90ern. Das habe ich von Herrn Hosoi gelernt. Spannend, findet ihr nicht? Warum spielen wir nicht etwas Skateball? Dann könnt ihr mit den Senioren in eurem Umfeld spielen. Du hast ja nicht die ganze Idee. Ich glaube, weiß ist aber doch das Maximum bestimmt von Wissen, oder? Überholt. Erstmal die Stadt. Und ja, ich weiß, ich habe eine Einladung gekriegt. Die können wir auch annehmen, wenn Marie nicht da ist. Jo, die Einladung wird angenommen. Damit ist nämlich auch den Social Link auch ausbauen können. Lass mal gerade gucken, welchen Rank haben wir denn? Bei Marie sind wir jetzt Rang 8. Was auf jeden Fall schon mal ziemlich stark ist. Andere Athleten sind Rang 6. Das heißt, wir können sie auf Rang 7 steigern. Oh, Yumi könnten wir auch machen, ne? Hey, you. Oh, tut mir leid, gehst du zum Training? Ja, dann mal los. Die Runde. Sporthalle der Yasugami High. Heute findet das Spiel statt, das du in Yaisuke gegen eine andere Schule geplant hast. Hm. Ist das andere Team schon hier? Aber noch wichtiger, ist Kyo schon hier? Da ist Kyo, das ist die Sporthalle, nicht der Sportplatz, weißt du? Ich bin heute im Basketballteam. Okay, da sind sie. Das Spiel fängt gleich an, Kyo. Was? Alter, wir sind nicht genug Spieler. Ich sehe hier genau 5 von uns. Aber dann spielst du mit? Ich weiß, dass du das Training für sinnlos hältst. Du kannst nicht alles alleine erreichen. Wir helfen dir. Und der Rest des Teams ist heute auch aufgetaucht. Vergiss das nicht. Das Trainingsspiel beginnt. Kyo hat es echt drauf, doch das gegnerische Team spielt gute Pässe, ein knappes Match. Du bist heute in Höchstform, du verteidigst gut und verhinderst mehrmals, dass das gegnerische Team einen Korb wirft. Der Preis hat sich erhöht. Aber es läuft auf ein Unentschieden hinaus, nur noch wenige Sekunden bis zum Abpfiff. Ein Gegner schafft es, Daisuke auszutricksen und Punkte, dein Team hat das Spiel verloren. Das Dach der Yasugami High, nach dem Spiel trefft ihr euch zu dritt auf dem Dach. Ich kann es nicht glauben, dass wir verloren haben. Jo und ich haben unser Bestes gegeben. Ich will ja keine Namen nennen, aber ein Typ auf dem Feld wusste nicht mal, was ein Schrittfehler ist. Zeig keinen Arsch, der wollte nur helfen. Egal, wie hart du trainierst, du schaffst es nicht alleine. War das heute so? Selbst mit so einem Leitspruch ist es schief gegangen. Schnauze, verdammt. Der einzige Grund, warum wir dieses Spiel geplant haben, war... Ich weiß, alles für mich, ja? Ich fühle mich tatsächlich besser. Was soll ich das bloß sagen? Es kommt mir nicht mehr so allein vor. Ich komme mir nicht mehr so allein vor. Gibt das Sinn? Kyo blickt in den Himmel. In letzter Zeit tun mir meine Eltern irgendwie leid. Sie haben mich adoptiert und aufgezogen, in der Hoffnung, dass ich den Namen Ichio weitertrage, wisst ihr? Aber dann wurde Sachiko geboren und selbst wenn sie den Namen nicht weitertragen kann, ist sie die Familienerbin. Aber wozu macht mich das? Ich bin nicht blutsverwandt. Hat mein Leben jetzt noch einen Sinn? Es ist so, als hätten sie mich umsonst aufgezogen. Ob ich einfach abhaue? Warum haben deine Mutter und dein Vater irgendwas gesagt? Nein, sie waren wirklich alle gut zu mir. Es geht nicht um sie, es geht um mich. Du denkst nur, weil sie nicht deine leiblichen Eltern sind, sind sie nicht deine Familie? Was soll eine Familie sein? Bullshit. Wie meinst du das? Wenn wir eine Familie sein sollen, ohne miteinander verwandt zu sein, warum hat eine Zweijährige einen Privatlehrer?
Warum darf ich dann plötzlich Basketball spielen? Ich darf den Unterricht schwänzen, muss nicht mal zu Familien treffen. Warum darf ich das alles plötzlich? Weil sie mich nicht mehr brauchen oder ich wurde ersetzt. Sorry. Entschuldigt, ich sollte euch nicht anbrüllen. Ich schau mal bei der Einrichtung vorbei. Die Einrichtung, du meinst? Ja, das Waisenhaus. Nein, nichts dergleichen. Ich habe nachgedacht, vielleicht frage ich nach meinen wahren Eltern. Ich weiß nicht. I got it. Wenn das nötig ist, dann tu es. Ich weiß ja, dass du wiederkommst. Thanks, man. Also, danke, Mann. Hey, wegen des Spiels, als ich hörte, dass ihr es für mich organisiert habt, freute mich das total. Danke, Leute. Jo lacht verlegen. Der Plan, dass du und Daisuke ausgeheckt haben. Den du und Daisuke ausgeheckt haben, war erfolgreich. Du spürst, dass eure Beziehung stärker geworden ist. Das hat schon den anderen Redling schon für sie mal erreicht. Schade, dass wir verloren haben. Alter, halt die Schnauze. Manchmal muss man eine Schlacht verlieren, um den Krieg zu gewinnen oder so. Ja, nur haben wir überhaupt nichts gewonnen. See ya. Du glaubst mit Kyo und Daisuke, dann verabschiedest du dich und gehst nach Hause. Nicht so wichtig, dann kann ich einfach überbergen. Was? Oh, wir müssen noch das weiterstellen. Du kannst mir am Arsch lecken. Ich dachte, wir hätten's. Oh, Homeshopping-Programm. Nein, nicht der Midnight-Channel. Vergeltungskette. Soma. Du hast beschlossen, Umschläge zu falten. Du hast dich still und auf diese langweilige Aufgabe konzentriert. Ist geprägt. Ja, ich will noch schneller arbeiten. Ja. Du warst mitten in der Arbeit so erschöpft, dass du dein Ziel nicht erreichen konntest. Hier ist nochmal so, ne? Ach du! Oh, du bist es. Hey, wollen wir schwänzen? Keine Sorge, bis Schulschluss sind wir zurück. Ja, warum nicht? Wirklich, dann treffen wir uns nachher bei den Schulfächern. Du hast Eis Einladung eingenommen, ihr schwänzt den Nachmittagsunterricht. Okina City vor der Okina Station. Ei hat dich hergeschleppt. Das ist ein geiles Gefühl. Allein der Gedanke, dass alle anderen noch in der Schule sitzen, fühlt sich großartig an. Findest du, ich bin überrascht, dass du so offen bist. Ich hielt dich für ein Muttersöhnchen. Ich mache das ja nicht ständig. Und außerdem bin ich ganz brav, seit sie meine Anwesenheit und mein Verhalten überwachen. Aber genug geplaudert, gehen wir. Wir fangen bei Klamotten an, gehen dann zu Schmuck und Schuhen und wenn die Zeit noch reicht, zu den Handys. Ei scheint sich nur für ihr eigenes Shopping zu interessieren. Natürlich kommst du mit, warum bist du sonst hier? Ein reines Vergnügen. Dein persönlicher Assistent ist doch super, so kann ich viel mehr kaufen. Ei hat alles mit einer Goldkarte bezahlt. Tja, man könnte meine Familie wohl als neureich bezeichnen. Unsere Familie hat keinen großen Namen und keine Geschichte, dafür Geld. Mein Papa wurde doch Bodenspekulation reich. Aber wir haben uns besser auf den
Aber wir machen uns besser auf den Weg, sonst sind wir nicht pünktlich zum Unterrichtsschluss wieder zurück. Sobald die Schule aus ist, hat mich der Vertrauenslehrer auf dem Kieker. Er muss meine Anwesenheit und mein Verhalten überprüfen und manchmal hängt ja noch eine Predigt dran. Das nervt. Aber ich bin hier draußen, hab Spaß. Und die Lehrer haben keinen Schimmer, wie blöd können die sein. Aber weißt du was? Heute hat's mehr Spaß gemacht als sonst. Du bist anders als die anderen. Ich mag dich. Dich muss ich mir warm halten, aber lass uns nächstes Mal nach der Schule gehen. Du bist jetzt ein Bekannter der Sportteamleiterin Ai Ibihara. Ich wüsste keine Verbindung zwischen dir und Ai. Du bist ich und ich bin du. Du bist eine neue Bindung eingegangen. Die bringe ich der Wahrheit näher. Du bist gesegnet mit dem Personas mit dem Arcana Mond erschaffst. Du hast den Social Link Ai Ibihara des Arcanas Mond errichtet. Dann langsam eine P-Boost, wenn du Personas des Arcanas Mond fusionierst. Kommst du jetzt oder willst du unbedingt auch beim Vertrauenslehrer auf der Liste landen? Du kehrst in alte Schule zurück und schleichst dich in deine Klasse. Ich glaube, das ist erholt. Das Coole ist, wir haben jetzt sogar immer noch Zeit. Ich dachte, das wär's jetzt für den Tag. Okay. Nein, danke. Oh, Adachi ist hier. Adachi, welchen Rank haben wir da? Rang 5. Das heißt, wir haben jetzt gleich Rang 6 wahrscheinlich. Oh. Oh, du bist es. Du hast mich gerettet. Reden wir? Dann sieht es so aus, als würde ich ja mit... vergiss es. Adachi V-Lens. Noch nicht vertiefen? Nein. Muss man wahrscheinlich halt gut für dich, so geht das. Adachi lächelt schnell nicht. Müssen wir nochmal kurz Zeit verbringen und dann geht's beim nächsten Mal wahrscheinlich. Schönes Lebensmittelabteilung, du gehst mit Adachi einkaufen, ihr redet über alles Mögliche, du spürst, dass deine Beziehung bald enger wird. Okay. Oh, welcome home, big bro. Okay, gekommen. Gut, Leute, ich sag mal, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Paris on a 4 und ciao.